Rinderhalter und Milchviehbetriebe, die sich von Lohnunternehmen in der Grünfutterernte unabhängiger machen wollen, investieren häufig in einen eigenen Ladewagen. Im Agrartechnik-Maschinentest für die Ausgabe Juli 2016 haben wir mit dem Faro von Pöttinger einen Ladewagen für kleinere Betriebsgrößen ausprobiert. Der Faro ist die kleinste Rotor-Ladewagenbaureihe im umfangreichen Ladewagenprogramm von Pöttinger. Unsere Testmaschine Faro 5010L hat ein DIN-Ladevolumen von 33 Kubikmeter. Herzstück des Ladewagens ist der sehr laufruhige Laderotor. Genauso wie die 1,85 Meter breite gesteuerte Pickup wird er vom Eingangsgetriebe kommend über eine Kette angetrieben. Das Herausnehmen der Messer zur Wartung erfolgt durch bequemes seitliches Herausschwenken des kompletten Schneidwerks. Doppelmesser gibt es erst bei den größeren Baureihen. Für Wartungsarbeiten ist die Außenbedienung des Schneidwerks praktisch. Im Falle eines Materialstaus wird die hydraulisch doppelt wirkende Außenbedienung erst dann notwendig, wenn sich das Schneidwerk nicht mehr mittels Schwimmstellung von der Kabine ausschwenken lässt. Pöttinger sieht hierin einen Sicherheitsaspekt, um eventuell herausgerutschte Messer nicht im Futter zu verlieren. Mit der Schnittqualität waren wir sehr zufrieden. Ausprobiert haben wir den Faro auf unserem Testbetrieb mit einem 120 PS Traktor. Aufgrund der Witterung konnten wir den ersten Schnitt in dieser Saison leider erst 4 Wochen zu spät einfahren, weswegen die Aufwuchsmengen überdurchschnittlich hoch waren. Nicht die besten Bedingungen, um einen Einsteiger-Ladewagen repräsentativ zu testen. Zum dritten Schnitt haben wir uns deshalb noch einen identischen Faro bei einem Kunden in Baden-Württemberg angesehen. Ladegeschwindigkeiten bis 10 km/h sind mit dem Faro bei durchschnittlicher Schwadgröße ohne Probleme möglich. Erwähnenswert ist die Zusatztastrolle hinter der Pickup, welche der Geländeanpassung dient und der Pickup unter nassen Bedingungen zu mehr Aufstandsfläche verhilft. Die Ladeautomatik, welche den Kratzboden über 3 Sensoren an der Verdichtungsklappe, dem vorderen Ladegitter und der Heckklappe steuert, funktioniert gut. Für besonders leichtes Dürrfutter lässt sich per Absperrhahn der Gegendruck der Heckklappe reduzieren, um die Vollmeldung rechtzeitig zu erhalten. Auch beim Abladen unterstützt eine Automatikfunktion. Nach dem Tastendruck öffnet die Rückwand, die Scheinwerfer werden aktiviert und der hydraulisch angetriebene Kratzboden läuft an. Der Vorschub ist stufenlos regelbar. Auf Wunsch liefert Pöttinger einen 2-Stufen-Motor. Kunden, die mit Siloverteilern arbeiten, kommen gut ohne Dosierwalzen aus. Natürlich sind diese aber auch optional für den Faro erhältlich und dann ebenfalls in die Entladeautomatik integriert. Unsere Testmaschine konnten wir je nach Zugtraktor über das sogenannte Power Control Display oder über Isobus mit dem Traktorterminal steuern. Letztere Variante ist natürlich am elegantesten und unterscheidet zudem übersichtlich im Menü zwischen den Fahrzeugzuständen Laden, Straße und Entladen. Die Ausstattungsvarianten des Einsteiger-Ladewagens Faro sind zahlreich. Das Fahrwerk an unserer Testmaschine verfügte über 16 Tonnen Achslast und die optionale Lenkachse. Für den Einsatz als Häckseltransportwagen bietet Pöttinger den Ladewagen auch in einer Kombiline-Variante. Viele weitere Testvideos rund um Grünfutter-Erntetechnik und Ackerbau findest du im YouTube-Kanal der Redaktion Agrartechnik.